Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Für alle genug zu essen haben, ist in den Schweizer Jahrzehnten ganz normaler Alltag. Im Gegenteil, wir kämpfen manchmal sogar mit Food Waste. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Das ist aber nicht immer so gesehen und seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine ist die Frage, wie die Schweiz im Krisenfall ihre Ernährung sicherstellt, wieder virulenter geworden. Über Nahrungssicherheit reden wir heute, vor allem auch historisch. Und zwar machen wir das mit einem Experten, der sich seit Jahrzehnten mit dem Thema beschäftigt. Er ist emeritierter Wirtschaftsprofessor. Er hat an der Fachhochschule Nordwestschweiz unterrichtet und dort das Institut für Management-Weiterbildung für Führungskräfte aufgebaut und geleitet. Heute wohnt er unter anderem in Strenglbach. Er hat darum nicht sehr weit gehabt ins ZT-Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Ernst Wüthrich. Ja, herzlich willkommen, Herr Pfister. Ihr seid ja neu für mich, obwohl ich in der Nähe bin. Genau. Ja. Jetzt erstmals Vergnügen. Sie beschäftigt sich, ich habe es eingangs erwähnt, Herr Wüthrich, intensiv mit dem Thema Nahrungssicherheit. Dazu gibt es am 28. Oktober an der Volkshochschule Zofingen einen Filmvortrag. Nahrungssicherheit damals und heute. Bevor wir zum Thema kommen, Herr Wüthrich, Sie sind Wirtschaftsprofessor, Sie haben Manager ausgebildet mit dem Thema Nahrungssicherheit, das liegt ja nicht unbedingt so nach. Auch historisch mit der Anbauschlacht haben Sie sich intensiv beschäftigt, mit dem Architekt von dieser Anbauschlacht, mit dem Bundesrat Wallen. Wie sind Sie zu dem Thema gekommen? Ja, sage ich gern. Also mal danke, dass ich hier auftrete, ja, im Medium, und auch auf den Filmvortrag hinweisen. Also, das hat angefangen 1999. Da war ein Vier, 100 Jahre Wahlen, weil er ja 1899 geboren worden ist. Und das war unsere Geburtsgemeinde. Und die ist gleichzeitig auch meine Gemeinde, meine Geburtsgemeinde. Und dort durfte ich etwas sagen an der Vier. Und hatte Fotos, weil der Wahlen ist ja Freund von meinem Vater war. Das waren sogar Nachbarsbuben. Und dann konnte ich dort auch die Fotos geben, nebst anderen Gegenstände und Fotos, die dort ausgestellt worden sind an der Gedenkfeier. Und dann ist nach der Feier die Idee gekommen, wir könnten eigentlich eine dauerhafte Stube, so als Gedenkstube, da einrichten. Das ist aber dann nicht vorwärts gegangen. Und eines Tages hatte ich die Idee gehabt, in der Gruppe gesagt, warum machen wir nicht einen Film? Und zwar nicht nur die Anbauschlacht, sondern es geht auch immer um die Persönlichkeit, Friedrich Traugott Wahlen, wo mehr war als die Anbauschlacht. Er war im Bundesrat. Er war aber auch die Nummer 2 bei der UNO, bei der FAO, also in der Entwicklungszusammenarbeit. Und darum geht es auch immer darum, nicht nur die Hauptleistung Anbauschlacht, sondern seine ganze Leistung überhaupt, seine Persönlichkeit. Seine Persönlichkeit. Ja. Aber der Film ist jetzt schon ein bisschen alt, also irgendwie 15 Jahre oder 16 Jahre ist so, ja gleich. Ja, 2006. Genau. Ja. Und warum ist er nach wie vor aktuell? Ja, erstens ist es ein historisches Thema, das muss nicht aktuell sein. Und zweitens ist es uns auch darum gegangen, ich habe das nicht alleine gemacht, gute Freunde gehabt und Mitmachende, ist es uns darum gegangen, eben Dokument setzen. Erinnerung an eine der profiliertesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Und drittens, weil sich die Geschichte aber manchmal wiederholt, ist es eben trotzdem jetzt gerade aktuell, siehe Krieg und Mangelsituationen. Aber wir sind irgendwie wirklich mit drin in das Thema gekommen, oder? Mit dem Ukraine-Krieg. Wenn wir vielleicht zuerst ein bisschen historisch schauen, Anbauschlacht, was ist der Sinn und das Prinzip gesehen von dieser sogenannten Anbauschlacht? Ja, also, man muss sich vorstellen, die Schweiz war umzingelt vom Hitler-Deutschland 1940, wo Frankreich gefallen ist und Österreich war ja schon einverleibt. Im Süden hat es Kooperation mit dem Italiener, oder? Und so war die Schweiz umzingelt. Also, und die Grenzen quasi besetzt. Es war nur noch bedingt möglich, sie zu importieren. Beziehungsweise
die Achsenmächte-Häuser können pressen, was noch überhaupt reinkommt. Und in dieser Situation hat eben der Wahlen als Agrarspezialist die Idee gehabt, wie kann man aus dem bestehenden Land mehr Leute ernähren. Das ist das Prinzip des Anbauplans. Also mehr Leute ernähren mit der gegebenen Fläche, indem man mehr umstellt auf Ackerbau. Weil wenn man Kalorien direkt vom Acker hat, kann man viel mehr Leute ernähren. Das kann bis zu 10-fache gehen gegenüber dem Umweg, dass ich zuerst Kraftfutter im Ackerbau habe, nachher Mast und dann Fleisch, beziehungsweise Wiese, Gras, Kalb, Kalbfleisch. Da gehen viele Kalorien verloren. Darum, die Idee ist, mit der gegebenen Fläche möglichst viele Leute zu ernähren. Und das war ja nachher bei der Entwicklungszusammenarbeit beim Wahlen genauso wichtig, wo er ja nach dem Krieg bei der FAO war für die Entwicklungszusammenarbeit. Und welchen Erfolg hat die gehabt? Kann man das ein bisschen beziffern? Ja, das kann man beziffern. Ich habe da einen Artikel, aber ich muss schauen, was ich selber im Gedächtnis habe. Also, die Ackerbaufläche hat zu Lasten von Gras- und Weidwirtschaft verdoppelt werden können. Verdoppelt hat sich auch die Produktion der Herdöpfel. Wir reden immer von den Herdöpfel. Bis vor das Bundeshaus, überall hat man jedes Gärtchen hat man benutzt für Herdöpfel als Platz. Aber vom 6-Liter-Platz sogar hat man, glaube ich, genau, sogar Herdöpfel angepflanzt. Richtig, das kommt in unserem Film vor, das sieht man dort. Und die Leute erzählen noch, wie auch private Gärten, also es ist ja aufgerufen worden, zu privaten Gärten zu pflegen. Und so ist Omega-3 produziert worden. Und eben insgesamt ist etwa, ich muss da schnell nachschauen, alle Kulturen zusammen haben eben eine Verdoppelung von der Anbaufläche gegeben. Und das war nachher die Lösung gewesen. Und der Selbstversorgungsgrad, der sehr tief war, zu Beginn des Krieges, 52%, hat sich gesteigert werden auf 73%. Hat es Schwierigkeiten gegeben? Ja, das ist natürlich für die Bauern, man muss sehen, viele Bauern mussten an Grenzen müssen, samt Ross. Und dann mussten die Frauen daheim mit den Kindern müssen geschirren, und mit Kühen zum Teil. Und da hat es schon Widerstand gegeben bei den Bauern. Aber andererseits hat es eine grosse Solidarität gegeben. Das Volk hat gestaunt, wie die Bauern eben die Ernährungsgarantie gewährleisten können. Es ist viel den Bauern geholfen worden. Und auch das Militär, wenn es da im Militär war, sind sie manchmal als Soldaten den Bauern noch geholfen. Also es war landesweite Solidarität, wie man sie seither nie mehr erlebt hat. Was hat es Schwierigkeiten gegeben, quasi im Durchsetzen von diesen Anbauanordnungen? Also, ja. Man muss sich vorstellen, eben, die Probleme, die ich gesagt habe, oder? Es ist auch mehr Anbau, mehr Arbeit. Mehr Ackerbau heisst auch mehr Arbeit, ausgerechnet, wenn viele im Dienst waren, samt der Ross. Das hat natürlich den Effort, den es gebraucht hat, das hat auch böses Blut gegeben. Aber es war nötig, es war Kriegszeit. Und da haben wir ein Beispiel, wo eben die Handels- und Gewerbefreiheit muss eingegrenzt werden. Wegen dem Krieg, wegen der Solidarität, wegen der Volksernährung. Was ist ihm so rückblickend im Bundesrat Wahlen seine grösste Leistung eigentlich? So. Also da gibt es zwei Bereiche. Das eine ist materiell und das andere ist geistig. Zum Materiellen kann man sagen, dass er gezeigt hat, einen Weg gezeigt hat, wie man mit der vorhandenen Fläche mehr Leute ernähren kann. Das ist in anschliessend der Entwicklungszusammenarbeit bei der FAO wichtig gewesen. Drittländer. Dass man mit gegebenen Fläche möglichst viele Leute nehmen kann. Es ist aber auch langfristig für die ganze Welt wichtig. Wenn wir dann mal 10 Milliarden sind, oder? Und die Fläche die ist ja kleiner als früher. Man hat ja viel verbauen. Allerdings hat hier Produktivität zugenommen. Auch dank dem Wahlen. Er hat ja sehr viel gemacht im Ackerbau. Und darum hat die Schweiz auch heute eine sehr hohe Flächenproduktivität. Also pro Hektare können wir sehr viel rausholen, zum Beispiel Zuckerrübenbau. Und geistig, Sie haben gesagt, materiell geistig. Das Geistige ist, dass ihm gelungen ist, die christlichen Werte vorzuleben und die zu integrieren in seine Politik. Er hat das nicht als aufdringlichen Prediger gemacht, sondern mit Vorbild. Und in seinen Schriften ist oft der Verweis auf christliche Werte. Ganz wichtig war ihm die Nächstenliebe.
Und die hat er so definiert, dass es selbstverständlich ist, dass man den Armen hilft. Das ist nicht eine grosse Tat, wenn ich Arme unterstütze. Und der Staat kann nicht alles machen. Mhm. Ja, es ist eher ja, aus der nächsten Liebe an Logik. Wenn es mir besser geht, helfe ich dem anderen. Das hat er sehr gut immer wieder kommuniziert in seinen Schriften. Spannend an dieser Geschichte ist ja, dass es jetzt Parallelen gibt. Wenn man so ja. schaut, wenn damals die Anbauschlacht, der Druck fassen und jetzt kommt irgendwie so etwas Ähnliches auf. Man schaut in die Ukraine, man sieht dort die Schwierigkeiten mit den Getreidelieferungen, überhaupt Ernährung und Ernährungssicherheit, Selbstversorgung ist wieder viel virulenter. Wenn Sie jetzt die Situation von damals und heute anschauen, wo ja. sehen Sie Parallelen? Ja, das ist einerseits, dass wieder eine gewisse Kriegsangst da ist. Die Schweiz hat Angst gehabt. Auch wenn man heute sagt, ja, der Hitler hat es nicht so ernst gemeint. Es hat Kriegspläne gegeben. Beim Feldzug auf Frankreich haben die Soldaten gesungen und die Schweiz, das Stachelschwein, nehmen wir beim Rückzug ein. Also das ist, an den Grenzen waren ja die. Also die haben gewusst, was klappt, vor allem im Brunnenrauterzipfel, der kommt dann Übermacht. Das war das eine. Und das andere eben die Angst oder das Risiko vor Hungersnot. Ja. Und das ist natürlich noch nicht so ausgeprägt, aber wir haben Mangelsituationen, vor allem im Energiebereich. Aber die Ukraine hat 70% Ernteeinbuss. Also nächstes Jahr ist es nicht so, dass die Kornkammer Ukraine exportieren kann. Und Russland hat für laute Lassung überhaupt keine Lust, nach Westeuropa Getreide zu liefern, wo die zweite Kornkammer ist im Süden. Ja, da gibt's schon Parallelen. Aber es hat noch andere Parallelen. Es hat die Parallelen von der Freiheit, die ich schon erwähnt habe. Nicht, dass wir jetzt heute plötzlich wieder eingegrenzt werden, aus Solidaritätsgründen. Ich denke jetzt an das Maskentragen. Und vielleicht kommt schon gleich einmal Vorschriften über den Energieverbrauch. Also das erinnert auch an die Zeit dann, wo eben die Konsumenten Märkeli gebraucht haben, für das sie Fleisch und Milchprodukte einkaufen konnten. Das war schon eine Vorschrift. Ja. Und das andere ist Neutralität. Neutralität, die ist damals, die hat den Vorteil gehabt, man konnte es raushalten aus diesem Konflikt. Aber Druck hat es gleich gegeben. Da hat es Verhandlungen gegeben. Gisa selber hat im Restaurant Bären zu Biglen Albert Keim vertreffen hatte mit einem höheren Beamten. Dort sind so Sachen sind ausgehandelt worden. Und eine Konzession, die wir machen mussten, die eben nicht neutral war, das war die Fensterverdunkelung. Was heisst das? Das war so, dass wir dem Hitler nachgegeben haben, die Vorschrift, am Abend müssen die Fenster verdunkelt sein. Warum? Weil, wenn wir Licht hätten gehabt, dann hätten die Angriffe der Amerikaner und der Engländer, die zum Teil von Italien her aufgekommen sind, eine schöne Orientierung gehabt. Sie hätten gewusst, da ist Genf, da ist Basel und dort ist Konstanz. Und die hätten also ein Navigationssystem genau, quasi. Genau. Also es war eine reine Konzession an Hitler. Das ist eben der Menge schon, dass man muss relativieren muss. Und wenn jetzt der Bundesrat Gassis relativiert und sagt, wir müssen bei den Sanktionen mitmachen, aber wir müssen uns so überlegen, wie wollen wir noch besser zusammenarbeiten mit der NATO. Zumal der Druck kommen wird, das wird irgendeiner heissen, wir bieten hier die Sicherheit gegenüber der Gefahr vom Osten. Die Schweizer da, die fahren da im Zug mit, in diesem Sicherheitszug, aber die haben kein Billi, es kostet etwas. Das könnte kommen. Also die Parallelen, die kommen tatsächlich immer mehr auf. Was kann man vom damaligen Vorgehen, jetzt aus der Anbauschlacht und vor allem vom Bundesrat Wallen, was kann man lernen? Ich kann sicher das lernen, dass, wie halt immer, dass es gut ist, man ist vorbereitet. Und die private Bevorratung, die war dann noch viel besser gewesen. Nebst der Anbauschlacht haben ja viele haben noch ihren Garten, ihre Pflanze gehabt. Manche Arbeiter hatte eine Kuh oder einen Sohn gehabt. Man hat eingemacht, die Frauen, man hat getört. Und heute tut eigentlich der Durchschnittshaushalt alles einkaufen. Also man ist noch viel abhängiger. Und darum muss man sich gut überlegen, vor allem auch die Auslandabhängigkeit. Die ist bei Nahrungsmitteln, aber auch in anderen Bereichen. Überlegt man sich jetzt ja, seltene Erde, China und so, überlegt man sich ja, ist das gut, wenn wir so abhängig sind vom Ausland und bei den Nahrungsmitteln,
Wort. Das heisst, er würde die private Bevorratung fördern, aber auch nachher die Pflichtlager, dass man wirklich im Fall von Mangelsituationen, das muss nicht Krieg sein. Es können nur Mangelsituationen sein. Und der zeigt die Erfahrung, bei Mangelsituationen schaut jedes Land zuerst für sich. Eine Regierung hat ja Pflicht, für das Volk zu schauen. Oder dass sogar Transportwege gestört werden. Da hat man gewisse Anfänge davon. Lieferkettenstörungen. Und plötzlich hat es zu wenig. Und jetzt komme ich zum Letzten. Wir sollten nicht vernachlässigen den Selbstversorgungsgrad. Natürlich haben die Grünen ihre Forderung, ihre berechtigte Forderung. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass möglichst viel von der Landwirtschaft gewährleistet werden kann für die Selbstversorgung. Und letztlich ist eigentlich der Konsument, wenn er weniger Fleisch isst, weniger Milchprodukte, vor allem weniger Fleisch, dann kann man mehr Leute ernähren, ganz nach Anbauplan. Herr Wüthrich, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Noch einmal der Hinweis, Sie sind am 28. Oktober mit dem Film Vortrag über die Traugottwahlen bei der Volkshochschule Zofingen zusammen mit der Historischen Vereinigung Zofingen. Sage ich das richtig? Jawohl, das ist am 19.30 im Museum. Zofingen. Herzlichen Dank. Das war es vom heutigen Talk. Nächste Woche neuer Gast, neues Thema. Hoffentlich wieder mit Ihnen. Danke fürs Zuschauen. ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftrigen mit seinem professionellen Catering-Service und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Lindenhof Oftrigen, unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.